Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 2. Und die Nacht des Raben ist auch dabei. Freunde, wir sind wieder hier. Es ist legit genau das gleiche Szenario wie letzte Folge. Wir sind hier beim Schmied. Es wird dunkel, wir müssen beten gehen. Ja, wie ein guter namenloser Held das auch macht. Ja, nicht. Wie schaut's denn aus? Das strahlt schon ganz schön, ne, durch die Mod, Alter. Das strahlt schon. Goldbrocken. Wo ist unser... Oh, wir haben 0 Gold. Ja, dann wird heute wohl nicht gebetet, denn wir wollen ja eigentlich nur unser eigenen Nutzen draus ziehen aus diesem Beten. Ohne Gold, keine Punkte, kein Beten. So, jetzt gehe ich mal irgendwo hier schlafen. Ja, also warte mal, der gibt mir übel auf den Sack, wenn ich da reingehe. Kann man hier? Und so bat er Innos, jenen Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf dass er sie dem... Ja, komisch. Dass die einen gar nicht mehr auf die Schnauze hauen wollen. Richtig komisch. Okay, ja, Freunde, heute ist... das andere Gelände dran, also es geht jetzt halt Richtung Tempelbezirk. Ihr habt mir geschrieben, achso, nee, weil das ist nicht der Tempel, das ist die Hafen. Hafenrichtung, ne? Ja, dann gehen wir nach da oben. Ihr habt mir geschrieben, du, zumindest jetziger Stand, wo ich aufnehme, bleibt noch ein bisschen hier, red mit den NPCs, raus geht's immer noch früh genug. Ja, deswegen habe ich auch nichts gegen, dann ziehen wir das in einem durch, so gesehen, und vielleicht springt er dieses Mal noch irgendwie eine Statusverbesserung oder eine bessere Waffe, eine Rüstung oder so bei raus, dass wir halt außen uns ein bisschen leichter tun, ne? So, du verkaufst Shisha. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinem bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Das sind halt die Kennex. Freundlich, zuvorkommend, erstmal auf eine Pfeife einladen. Mag man. Also so eine Leute mag man einfach. Der hat gerade irgendwie gesprochen, wie aus dem Teil 3 ungefähr jeder Assassine aus der Wüste. Freund der Geduld oder ja, oder Kind der Geduld, ne? Wer bist du? Mein Name ist Abu Djin ibn Jadir ibn Umar Khalid bin Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sternwalter und Tabakanbieter. Ah ja. Ja, dann erstmal Gesundheit. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Sohn der Abenteuer. Ja, der Assassine. Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Also ich würde echt sagen, für den Anfang, ne, müssten wir eigentlich so schnell wie es geht irgendwie ein Diebeshandwerk lernen und schauen, dass wir uns Rich stehlen, weil... Boah, ich weiß, wir haben irgendwann genug Geld, aber ich würde halt gern das ganze Zeug am Anfang mitnehmen, ne? Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche, ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Wir können Tabak herstellen? In Gothic 2? What? Woher bekomme ich Apfeltabak? 2 Portionen gebe ich dir. Magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst? Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Okay. Ja, sehr nice. Bringt es Erfahrung, wenn man hier ein bisschen Pfeife smokt? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber es könnte sein, dass das unser Thumbnail wird. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Das Gesetz in aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern.
Oh weh, der da oben, der scheint mir nicht sehr angenehm. Hier gibt's Freibier. Da haben wir ja letzte Folge schon was von gehört. Und die sind alle am Saufen. Alle. Was wird? Hey, hast du auch was für uns? Her. Mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Mhm. Mein Gas? Er hat das Freibier gestiftet, damit jeder sich seinen Scheiß hier den ganzen Tag anhört. Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern. Dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen, in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Bosper sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Felle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Boss bei einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Okay, es hat jetzt ein bisschen belächelt. Ich hoffe, wenn sich das jetzt Ganze, dass dieses ganze Gameplay streckt, dass ich die ganzen Informationen noch so richtig im Kopf haben werde. Wenn nicht, muss das Notizbuch her. Aber es kann natürlich sein, dass ihr Sachen natürlich im Kopf habt und euch fragt, weshalb handel oder red ich so und so. Ich habe dann einfach den Fact schon vergessen, so, weil, naja, die Folgen sind halt dann doch ein bisschen auseinander. Normalerweise so eine Stadt zieht man in einem Abend in 6 Stunden irgendwie durch und ist, glaube ich, mit den Quests auch halbwegs durch. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Das brauchen wir. Kostet 5 LP. Haben wir jetzt überhaupt schon welche? Seht ihr, das habe ich letztes Mal nachgeschaut, zumindest welches Level wir sind. Warte mal, hier kostet keine LP, ne? Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Okay, dann lass uns mal sehen, ob ich dir was beibringen kann. Ja, heutzutage gibt's nichts umsonst. Das finde ich immer noch übel komisch. Bogen plus 5, Bogen plus 1. Seit wann heißt das Zeug Bogen und nicht mehr Geschick? Wo ist dein Freund Trocker jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Ich glaube, das sollten wir eigentlich wissen, oder? Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? So viel ich weiß, irgendwo am Hafen. Okay, ja gut. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Also ich glaube ja, ne? Ich schau mal ganz kurz wegen Lernpunkten. Ich glaube ja, dass wir haben 5 Lernpunkte, das können wir machen. Hört ihr Bewohner von Corinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagen ergeht folgender Erlass. Nein, ich sag's euch gleich, komm, sag's euch gleich. Bringe mir bei, wie man schleicht. Gut, also zuerst musst du mal darauf achten, dass du dein Gewicht richtig verlagerst. Geh am besten in die Knie und setz den Fuß immer zuerst mit der Hacke auf. Achte darauf, dass du dein Gewicht immer auf dem Fuß lässt, auf dem du stehst, bis du den anderen Fuß sicher aufgesetzt hast. An die meisten Viecher kannst du dich nicht ranschleichen, es sei denn, sie schlafen. Die Biester wittern dich nämlich. Also pass immer gut auf, wenn du draußen unterwegs bist. Okay, machen wir auch mal? Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon.
Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Kein Stück. Ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosbo verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Ja, wir haben kein Geld, Bruder. Später. Jetzt. Ich würde sagen, im Hafenviertel passiert ja einiger Mist, ne? Das heißt, da ist wahrscheinlich irgendwie, ist jetzt nur aus meiner Sicht von einem Blind-Let's Player, da ist irgendwer Böses, der die Leute verschwinden lässt, ja? Irgendeine Organisation vielleicht, ja? Ich weiß nicht, ob es gleich eine Organisation ist, aber irgendwer steckt auf jeden Fall dahinter. Zusätzlich, das ist nämlich der entscheidende Punkt, glaube ich, dass die Miliz mit dem unter einer Decke steckt. Denn wir hatten ja letzte Folge auch beim Markt von Harkon, glaube ich, irgendwas mitbekommen. Ich habe das Gefühl so allgemein, die Miliz hier, die sucht nicht richtig. Entweder sie sind so blöd oder sie stecken mit unter der Decke. Es wäre halt auf jeden Fall eine geile Handlung so, ne? So, jetzt fängt aber schon hier das Lallen an. Ja, genau. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Solange die Paladine keine neue Aufgabe für mich haben, kann ich mir hier ein paar Biere übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Zurzeit ist alles ruhig. Och, ey, es ist so nervig, dass der Dude die ganze Zeit ins Wort fällt, ne? Wie ist die Situation mit den Orks? Kein Grund zur Besorgnis. Wir von der Stadtwache und die Paladine haben alles im Griff. Junge, du säufst den ganzen Tag. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Wir passen schon auf die Stadt und ihre Bürger auf. Ja, wenn man so eine Wache hat, ne? Braucht man sich um nichts mehr Sorgen machen. Willst du noch ein Bier? Es geht doch nichts über ein kühles Pilz. Zum Wohl. Ja, leer, ne? Oh, doch nicht? Okay. Also du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ah, ja. Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von den Paladinen gehalten. Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Okay. Wir müssen mal probieren. Willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Pilz ist doch das Beste. Bekommen wir jetzt noch mehr Information, oder? Weißt du, man trifft nicht oft jemanden, der einem ein Bier ausgibt. Du bist in Ordnung. Okay, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Hört ihr Bewohner von Corinis? Junge, kannst du mal bitte Ersendungspause einlegen? Lord Hagens, er geht folgender Erlass. Ab sofort. Also mit Ulf müssen wir noch quatschen. Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Junge. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, wir werden ja hiermit angehalten, der König... Oh, kann man durch Bier nehmen den triggern, dass er die Schnauze hält? Was machst du hier? Ich bin Novize und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die drei Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Der hat ja so eine Feuerrobe an. Wer sind die drei Wirte? Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Coragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat, und Cardiff, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Okay. Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Wir Novizen suchen Erleuchtung im Gebet zu Innos und lernen von den Magiern die Grundsätze des Glaubens. Wir dienen ihnen, so wie wir Innos dienen, und bereiten uns auf den Bund mit dem Feuer vor. Ich frag mich, was die Information mit diesen drei Wirten jetzt hat. Also was wollen wir jetzt damit anfangen? Bring mich zum Kloster. Vergiss es. Weißt du, wie viel Viechern ich auf dem Weg ausgewichen bin? Wenn ich an diese ganzen Blutfliegen, Wölfe und Goblins denke, dann bin ich froh, dass ich nicht mehr weg muss. Verstehe ich. Außerdem kannst du eh nicht ins Kloster. Warum nicht? Der Zugang ist nur den Magiern, Paladinen und Novizen erlaubt. Okay. Ja, wir fragen einfach Wie mal. Wie kann ich Novize werden? Wenn ein Mann den tiefen Wunsch verspürt,
Hey, sag mir einfach nur, was die Bedingungen sind. Ja, danke. Du brauchst die Gaben. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Bitte, ja. Woher kriege ich ein Schaf? Hä? Von den Bauern natürlich. Aber umsonst wirst du das nicht bekommen. Wieso ein Schaf? Wo soll ich so viel Gold hernehmen? Da du offensichtlich niemanden kennst, der das mal eben für dich bezahlt, musst du halt arbeiten gehen. Geil. So, passt auf, jetzt redet er wieder gleich. Ihr Bewohner von Korinis, aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz... Schade, ich dachte, wir können... Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den... Also irgendwas triggert das Bier nehmen, doch. Scott. Hey, du. Wer bist du? Wer bist du? Ja, also, hä? Ist das normal? Gut. Dessen ist sich auch Lord Andre bewusst, weshalb ich mich nun auch offiziell um die Kopfgeldjäger auf Korinis kümmere. Solltest du also irgendwann mal einen Banditen töten, der dem Bild auf dem Steckbrief ähnelt, dann hack ihm den Kopf ab und komm bei mir vorbei. Bei mir kriegst du dann auch den versprochenen Lohn. Ah ja, okay, das wäre ja die gewisse Arbeit, ne? Kopfgeld kassieren? Okay, ja, wir haben noch keine abgeschlagenen Köpfe. Unfortunately, ne? So, was man halt alles so in seiner Tasche hat. Wie geht's? Ich kann nicht klagen. Das Kopfgeldjägergeschäft brummt. Okay. Ja, also, ihr Bewohner dann von war Korinis. Das wohl... Oh, Junge, jetzt mach doch mal Pause. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels werden noch weiter verstärkt. So. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Junge, du störst mich schon den ganzen Tag hier, als ich die ganzen Leute angequatscht habe. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Junge. Er labert die ganze Zeit. Dann quatscht man ihn an. Nichts hat er zu sagen. Nichts. Wie, waren wir schon hier? Nee, hier waren wir noch nicht. Was ist denn das jetzt hier? Herberge zum schlafenden Geldsack. Ja, ja. Ah, Kundschaft. Hanna. Was kann ich für dich tun? Ja, machen wir sie besser. Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Zimmer nehmen wir uns. Die suchen wir nicht, die nehmen wir uns einfach. Erzähl mir was über die Stadt. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, ist Korinis eine der reichsten Städte des Königreichs. Doch seit dem Krieg mit den Orks ist der Handel fast komplett zum Erliegen gekommen. Der König hat die gesamte Handelsflotte in den Kriegsdienst beordert, sodass zurzeit kaum noch ein Schiff im Hafen anlegt. Das Angebot an Waren ist daher zurzeit sehr knapp und viele Bürger der Stadt sind sehr besorgt. Keiner weiß so recht, was die Zukunft bringt. Wir können eigentlich nichts anderes machen, als abzuwarten, was passiert. Ändern können wir sowieso nichts. Wo kann ich hier was kaufen? Der Markt ist direkt vor der Tür. Dort solltest du eigentlich alles bekommen. Auf der anderen Seite der Stadt gibt es noch ein paar Läden und Handwerker. Die meisten sind in der Nähe vom anderen Stadttor. Ansonsten gibt es im Hafenviertel noch einen Fischhändler. Er hat seinen Laden direkt am Hafen. Du wirst ihn schon finden. Okay. Ich glaube... Warte mal, das haben wir jetzt doch... Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Okay, ich wollte nur kurz gucken... Warte mal. Ich habe ein paar Fragen... Nee, okay, das haben wir. Na, nicht, dass es jetzt irgendwie neue Gesprächsoptionen hat, wenn man das erste schon ausgeführt hat. Okay. Wir waren beim Markt. Wir waren in der gesamten hinteren Stadt hier, also beim Tempel hier oben, I guess ist der Tempel, waren wir noch nicht. Ich glaube aber, da kommen wir auch nicht rein, ne? Jeder hat sich ab sofort Darf ich? Fertigkeiten des Kampfes zu üben und okay. Sich angemessen zu bewaffnen. Okay, ja, dann quatschen wir mit den Leuten hier, ne? Hier ist die Miliz am Start. Wulfgar. Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Ich will mich der Miliz anschließen. So? Bist du denn Bürger der Stadt? Nein. Dann wird Lord Andre dich nicht nehmen. Du kannst ja mal mit ihm reden.
Aber ich denke nicht, dass er für dich eine Ausnahme macht. Wie ist es bei der Miliz? Lord André ist jetzt unser Kommandant. Vorher unterstand die Miliz dem Statthalter. Haha, der hatte keine Ahnung von dem, was wir hier tun. Aber Lord André weiß, was er tut. Er sorgt gut für die Männer. Jeder, der hier anfängt, kriegt eine vernünftige Rüstung und eine gute Waffe. Und es gibt Prämien, wenn man seine Arbeit gut gemacht hat. Für jeden gefassten Verbrecher zahlt er ein Kopfgeld aus. Ich dachte, das macht's Gott, hä? Also, da habt ihr mir auch schon geschrieben, Bürger, gar kein Stress. Miliz, eher vorsichtig sein. Aus dem Grund, ne, wir wollen uns natürlich erstmal auf der ganzen Welt hier umsehen, wen es alles so gibt, was uns zusagt, wo es uns quält, ne? Und daher habe ich eben letzte Folge diese Frage gestellt, ob ich denn Bürger werden kann, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat gegenüber anderen Gilden, wird es hier, glaube ich, genannt. Und da habt ihr mir geschrieben, yo, du, pass auf, in die Lehre kannst du auf jeden Fall gehen, bei Miliz ist allerdings Stopp. Das heißt, ich schließe es natürlich jetzt nicht aus, dass wir irgendwann mal vielleicht in die Miliz gehen, aber davor würde ich gerne wissen, was es sonst noch alles so gibt. Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut, du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Ja, Alter, irgendein Neuling, was beibringen, gar keinen Bock. Gut. Wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Ganz einfach. Mit einer Einhandwaffe bist du schneller. Das kann ein erheblicher Vorteil im Kampf sein. Zweihandwaffen sind behäbiger. Du musst vorausschauender kämpfen, richtest aber bei einem Treffer mehr Schaden an. Wo ist eigentlich die Musik hin? Die ist einfach weg. Einfach weg. Ja, also wie ihr wisst, gefällt mir Zweihand schon ein wenig mehr als Einhand. Einfach wegen dem Look. Ne? Also so eine richtig brachiale Waffe auf dem Rücken ist halt irgendwie geiler. Womit sollte ich beginnen? Mit Einhand oder mit Zweihandwaffen? Das kannst du halten, wie du willst. Okay. Wenn du dich nur auf eine Waffengattung spezialisierst, lernst du die andere automatisch mit. Ah, ja? Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training mit Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. In diesem Fall ist das Training für dich anstrengender, als wenn du die beiden Waffenarten abwechselnd trainierst. Fang einfach an, dann wirst du schnell begreifen, wovon ich rede. Ich glaube, das ist auch nötig, weil ich check's gerade nicht. Also wenn ich jetzt auf Einhand gehe, werde ich in Zweihand besser. Und wenn ich auf Zweihand gehe, werde ich in Einhand auch besser. Ja, dann ist es scheißegal, auf was ich überhaupt gehe, oder? Hier, ich kann entweder Zweihand oder Einhand trainieren. Also wieso sollte ich jetzt... Wir haben ja eh keine Lernpunkte, ne? So oder so, ich bin mehr Fan, wenn es in den Nahkampf geht, von Zweihandwaffen. Deshalb, sag mal, kann die Musik jetzt wieder angehen? Was ist denn das? Das gibt ja... Das ist ein atmosphärisches Leck hier. Sehe ich gerade nicht ein, Freunde, dass die Musik einfach nicht da ist. Vielleicht? Jawohl, da haben wir sie doch wieder. Ist doch schon gleich viel besser. Das ist André? Du schaust aus wie der übelste Lumpensack. Enno sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? Da hat sogar eine Kettenkapuze. Also für so einen Obermacker hier, weiß nicht. Also da schaut unten der Paladin vom Hoftor, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Scheiß, irgendwie krasser aus. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? Ich muss dem Lord Hagen selbst sagen und ja, komm. Das muss ich Lord Hagen selbst sagen. Wie du meinst. Aber du solltest eins wissen. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Entschuldigung, ja. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was hier abgeht? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren.
Okay. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Gut. Ich kann jeden tauglichen Mann hier gut gebrauchen. Egal, aus welchen Gründen ihr uns beitritt. Wenn du dich in den Dienst der Paladine stellst, werde ich dir zu einer Audienz bei Lord Hagen verhelfen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Okay, gut, dann, also wir wollen ja eventuell nicht Paladin werden. Ich weiß es ja noch nicht, ne? Das bestimmt nicht. Das bestimmt auch nicht mehr. Okay. Was erwartet ein schnellerer Weg klingt ja auch interessant. Um das gleich klarzustellen. Soldat der Miliz zu sein bedeutet weit mehr, als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Krieg, wenn du einmal dabei bist, Verbrecher, Orks, Haufen Arbeit auf dich. Wildne, ja, ich weiß. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Innos zu werden. Gut. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Aha. Es ist dir wirklich ernst, oder? Gut. Hör zu, ich habe ein Problem. Wenn du es für mich löst, werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Aber das Wichtigste ist, du darfst mit niemandem darüber reden. Was ist dein Problem? In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor. Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe. Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke. Dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst, egal ob du Bürger bist oder nicht. Aber du musst über unsere Abmachung schweigen. Also Freunde, ne, ganz kurz, weil ich es nicht einsehe wieder mal. Ja, ne, die Musik muss her. Das feiere ich. Und wenn es eine geile Diebesgilde... Nein, bleib mal kurz hier, bleib mal kurz hier. Wenn es hier eine geile Diebesgilde gibt, ne? Ich glaube, dann will ich da dabei sein, irgendwie. Also Diebesgilde hört sich doch immer interessant an. Wo fange ich an, nach den Dieben zu suchen? Safe Call, Hafenviertel. Wenn ich das wüsste, würde ich selber dorthin gehen. Ich kann dir nur so viel sagen. Wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts gefunden. Okay. Die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig, vor allem nicht, wenn man die Rüstung eines Paladins trägt. Aber du bist von außerhalb. Dir werden sie nicht so schnell misstrauen. Du könntest dich zuerst am Hafen umhören, aber sei vorsichtig. Wenn die Leute dort mitbekommen, dass du für die Paladine arbeitest, erfährst du nichts. Okay, da müssen wir sehr aufpassen, was wir dann sagen. Was mache ich, wenn ich einen der Diebe gefunden habe? Wenn es sich um einen Handlanger handelt, einen Hehler oder einen kleinen Fisch, solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen. Komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht. Ich werde mich dann darum kümmern, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben, ihnen zu erklären, was Sache ist. Außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel, den du hinter Gitter bringst, ein Kopfgeld. Wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest, nun, dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen. Außer ich schließe mich an, denke ich mal. Wegen der Diebesgilde. Ja? Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Laufenden. Ich wollte nur mal abchecken, ne? Okay, das wäre ja wahrscheinlich dieser eine... Rengaru wäre theoretisch... Ey, wieso? Wieso? Rengaru wäre ja theoretisch jemand gewesen, den wir hätten verpfeifen können, ne? Das wäre jetzt halt gut für den Andre gewesen, aber vielleicht wollen wir uns da wirklich anschließen, wenn das irgendwie auch geht. I don't know. Okay. Du bist jetzt nicht wirklich ansprechbar hier. Hier ist eine Stadtwache. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um, vielleicht chillt ja irgendwo noch ein NPC. Was willst du hier? Mir mal umschauen, so. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Das hier ist die Kaserne. Wo willst du hin? Ich weiß selbst noch nicht genau. Okay, das hier brauchen wir alles nicht, weil ich denke, ich kenne mich mittlerweile ganz gut in Korinis aus. Das war alles, was ich wissen wollte.
Kannst du mir mal kurz helfen, mich zu orientieren? Ja, was willst du wissen? Danke, das war alles. So, richtig mit Sinn. Ich will zu den Gefangenen. Ja. Zurzeit sind alle Zellen leer. Was? Wieso? Ich dachte, okay, hä? Gut, wieso ist alles leer? Warte mal, kann man hier? Also wenn da jetzt ein Gefangener hinter wäre, ne? Würde der nichts sagen. Hört ihr Bewohner von Korinis? So, mal kurz gucken, was hier abgeht. Nichts. Ne, ich bin ja auf der Suche nach ein bisschen Erfahrung. Also hier ist Kaserne, André und die Gefängnisse. Wulfgar, was ist hier? Hier ist niemand? Nein, nein. Ja, von dem hier verstehen wir ja nichts, oder? Wartet mal. Oh, die hat kein Schloss. Ja, schleichen geht jetzt auch. Wollen wir mal. Wie schaut's aus? Ach, die Schwerter kann ich nicht nehmen, oder wie? Nee, die Schwerter kann ich nicht nehmen. Hä, als ob die hier einfach so einen Raum unbewacht lassen. Turmschlüssel. Schwerer Goldteller. 50 Gold, hey. Auch mal so eine Zwischenfrage. Mache ich das eigentlich richtig mit dem Looten? Weil ich find's sehr, sehr komisch, dass ich halt mit linker Maustaste auf die Sachen gedrückt halten muss. Also, gibt's da vielleicht irgendwie eine andere Taste, die... Ich habe jetzt schon ein bisschen rumprobiert, die ist vielleicht irgendwie in 10er oder 100er Stacks, halt wie beim Gothic 1, ne? Möglich macht, irgendwie mehr gleichzeitig zu sammeln. Das ist irgendwie komisch so. Weil wenn wir jetzt halt vielleicht mal, was weiß ich, 500 Münzen oder so in der Truhe haben, sind wir ja morgen nicht fertig, bis das gelootet ist, ne? Okay, hier geht's noch nach oben. Keine Sorge, das habe ich gesehen. Vielleicht ist da noch eine Truhe, also 50 Gold ist halt schon heftig viel. Für uns am Anfang. Damit könnten wir nette Informationen bekommen, die ein oder andere Quest erleichtern. Oh, schaut mal her, hier ist sogar noch eine Truhe, ne? Aber die ist jetzt abgesperrt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Das ist der Turmschlüssel. Mal speichern nochmal. Also wenn ihr jetzt gleich fragt, wie wir hier reingekommen sind, ne? Dann sind wir am Arsch. Was wolltest du da drin? Raus. Okay, dann bin ich mal wieder weg, ne? Wer nicht hören will, muss fühlen. Hä? Was? Was? Nein, 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 nein. Ich bin doch schon weg. Ich bin schon. Na! Hey, was wolltest du da drin? Hey, Jungs, ich bin doch schon weg. Ich will dich nie wieder da drinnen sehen, klar? Wieso eskalieren die so? Hä? Also ich bin ganz kurz in diesem Turm. Dann bin ich wieder zurück, die meinen, okay, besser ist es für dich. Auf einmal Alarm und die gehen alle auf mich los, oder wie? Aber hey, warte mal. Wir haben unser Gold noch. Ja, ja, die 50 Tacken, die haben wir stecken. So, darf ich hier oder bekomme ich hier auch auf die Schnauze? Mortis. Was willst du? Peck ist nicht da, also kannst du hier auch nichts bekommen. Komm später wieder. Okay, ich will stärker, ich will stärker werden. Natürlich willst du das, aber solange du nicht zu uns oder den Paladin gehörst, werde ich dir nicht helfen. Okay, der ist Gildenschmied. Peck ist weg, wer auch immer das ist. Alter, wir bluten übel. Junge, Junge. Stadtwache. Der schaut uns schon übel auf die Finger, ne? Was liegt denn hier so? Eine Werkbank. Ja, davon verstehen wir auch nichts. Also wir sind echt kackenblöd noch, ne? Also wir verstehen von nichts irgendetwas. Ja, dann schaue ich mal hier so rum noch. Für die Folge, also bei mir sind wir gerade bei 36 Minuten. Ruger, ne? Da, hey, tatsächlich, was da machst ist noch du jemand. Hier? Ich trainiere die Jungs im Umgang mit der Armbrust. Und sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Nummer 1, du sprichst wie Diego. Nummer 2, wo sind deine Jungs? Wir sind keine Jungs. Nein, ich trainiere nur die Männer, die im Dienste des Königs stehen. Niemand sonst. Aber gute Leute können wir immer gebrauchen. Also, wenn du der Miliz beitreten willst,
Sprich mit Lord André. Okay, gut. Dann haben wir den auch. Ich frag mich echt, wo seine Jungs sind und wie er die gerade trainiert. Bolzen nehmen wir mal mit. Ja, wie machen wir es jetzt? Also, jetzt hat anfangen mit Hafenviertel will ich nicht, weil dann haben wir, wir werden nicht durchkommen und dann haben wir irgendwie so eine halbe Folge Hafenviertel, ich weiß nicht, sowas gefällt mir normalerweise nicht so. War da hinten noch was? Also da haben wir ja den Rengaru geschnappt, mehr oder weniger, ne? Ich glaube sogar, dann ist die Folge für diesmal ein bisschen kürzer einfach, weil ich hab's halt gerne so geschlossen für sich. Ja, also mit dem Titel jetzt halt hier Tempelbezirk, nächste Folge Titel Hafenviertel und dann will ich jetzt nicht irgendwie die eine Hälfte vom Hafenviertel schon gemacht haben. Ja, ich glaube, das wäre aber schon so der Point, wo wir hier weitermachen würden jetzt. Hier ist Hafenviertel, würde ich sagen, ist nächste Folge dran, ne? Je nachdem, wie lange das Ganze auch dauert, würde ich mich dann nächste Folge mal an eine Lehre machen. Ich weiß es noch nicht, vielleicht quatschen wir auch ewig mit den NPCs da. Für mich ist gefühlt immer noch so das geilste Schmied, glaube ich. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Tischler, langweilig, Bogner, bin eher so der Nahkämpfer als der Bogentyp. Ja, wir können uns zwar immer noch irgendwann für Bogen entscheiden, aber wenn es um die Lehre selbst geht, ist es, glaube ich, geiler mit dem Stahl was anzufangen. Und Alchemist, ja, könnte schon hilfreich sein. Aber ich weiß nicht, ob wirklich der Start an der Lehre im Endeffekt so dermaßen viel dann ausmacht, was man später ist. So, ich denke mal, das gibt vielleicht kleine Vorteile, aber ist jetzt nicht so der Entscheidungsfaktor, ne? Dann, Freunde, ist dieses Mal ein bisschen kürzer geraten. Sollte aber auch kein Ding sein. Wir haben den kompletten Tempelbezirk und nächstes Mal geht's dann mit dem Hafenviertel weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge.